Boah, ja, oh, wie der springen kann. Ist doch einfach so cool, oder? Dass diese Prusianer jetzt auch mit hier im Game drin sind. Das ist einfach so lustig. Und damit herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich besten Zelda-Hack. Zelda Indigo heißt das gute Ding hier. Und wir machen weiter. Im letzten Part haben wir den Deku-Baum abgeschlossen, haben dem oberkrassen Goma in den Arsch getreten. Und heute sollen wir irgendwie in Richtung einer Stadt gehen und einen weiteren spirituellen Stein oder Weisen befreien. Irgendwie so war das. Ach du Scheiße, North Great Plains. Guck mal, die kennen wir doch. Das sind doch hier diese Gegner aus A Link to the Past. Aus der Schattenwelt. Boah, ja, oh, wie der springen kann. So, Stun und... Okay, zwei Sprungattacken, da sind hier aber down. So, vor dem habe ich da tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen. Ach, guckt mal, die Karte, ey. Das ist ja ein Riesending hier. Oh Gott. So, mal Schwert wegpacken und dann können wir ja auch wieder ein bisschen schneller laufen. Ja, Leute, ich bin gespannt, was wir heute so erleben werden in unserem Zelda-Hack. An sich bin ich sehr, sehr angetan von dem Spiel. So, was haben wir denn hier auf dem Schild? This way. Linna City, Mid Whale Ranch, Eastgate, Dusty Dave's Desling Dick Depot. What? Aber auch die Musik ist wieder relativ nice. Was war denn das? Speak? Minish! Boah, pass auf, wo du hinläufst! I'm the great Bellari, Ambassador of the Minish People. Ich weiß nicht, was ein Ambassador ist. Wir haben dich eine lange Zeit beobachtet. Ja, du solltest zum Minish-Kapital gehen und dir eine Audienz beim König holen. Go now, swiftly. Alter, was ist das? Was? Ich bin draufgelaufen. Ich bin auf den Minish draufgelaufen. Nein, der Arme. Oh Gott, ich hoffe, er lebt noch. Okay. Oh ja, Gerudo Valley. Was haben wir denn hier Schönes? Hier sind auf jeden Fall ein paar Felsbrocken. Haben wir schon Bomben? Nö. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall noch nichts machen. Da können wir auf jeden Fall graben. Was kann man denn bei dir machen? Okay, das ist die Dave's Desling Dick Depot ist das. Haben wir eine Schaufel, dann können wir hier ein bisschen butteln. Aber nee, wir haben keine. Dann verschwindet meine Zeit nicht. Okay, also kriegen wir auch keine Grabhandschuhe, sondern wir kriegen eine Schaufel später. Alles klar, cool. Oder zumindest ist es geplant. Das ist ja sowas von geil, oder? Ich freue mich mega, wenn dieses Spiel voll released wird. Vor allem mit dem Minish. Was ist denn nur hier los? Linda City. Subrosia gibt es ja auch. Stimmt, das haben wir auch schon gesehen. Ist aber geschlossen. Okay. Weiter geht's. Oh, da sind auch hundertprozentig schon wieder welche von diesen Schattengegnern. Okay, was haben wir hier? Das ist die Ranch. Auf der Ranch gucken wir uns natürlich auch mal kurz um. Mid Valley Ranch. Was war das? Aha, hallo. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es davon zu sammeln aktuell? Wir haben jetzt 8. Würde mich mal interessieren, ob man jetzt schon irgendwie Preise dafür bekommen kann in dem Game. Und hab da irgendwie halt so ein Skuldi-Händler oder whatever. So, wo geht's hier hoch? Scheint mir ein Wasserturm zu sein oder so. Alles klar, okay. Weiß nicht, ob das einen Sinn hat. So, kann man hier in das Haus? Das ist eine Scheune, ne? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier oben? Auch gar nichts. Da könnte ich buddeln. Ich habe auch keine Schaufel. Ah, aber cool halt, auch die eigenen Soundtracks und so, ne? Mega. Pferdchen. Hi. Howdy. Okay, also die Lady hier wollte eigentlich uns Arbeit anbieten, aber hä, wir sollen irgendwie Seife stapeln? Was? Ich bin mega verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich habe jetzt extra nochmal übersetzt, aber wir sollten Seife stapeln. Seife. So, aber hier können wir uns erstmal ein schönes Herzteil holen. Sehr schön. Dann sind wir auch erstmal wieder full. Da ist noch ein Hühnerhaus. Hallihallo, hast du was versteckt hier drinnen?
Okay, dann hätten wir hier noch eine Hütte. Aber ist abgesperrt oder verschlossen. Alles klar, dann war es das hier auch schon erstmal. Ich bin so gespannt, was hier alles noch kommt, ne? Was hier für Story-Elemente noch reingebaut werden, was wir hier noch machen werden. Ob wir unser Pferd bekommen, wahrscheinlich schon. Könnte ich mir glatt vorstellen. Okay, weiter geht die Reise. Wir haben noch eine große Overworld vor uns und ich weiß auch nicht, wie lang dieser Hack allgemein noch geht. Ob wir hier noch mehrere Dungeons erleben oder was passiert, ich habe keine Ahnung. Leute, ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, es geht noch ein Weilchen, denn es macht mega Spaß. So, da hinten geht's weiter. Da geht's in die Stadt. Ich glaube, die Stadt ist ja auch offiziell unser nächstes Ziel erstmal. Das sollte man vielleicht erstmal hingehen. Ist vielleicht eine ganz nette Idee. So, let's go. Ab in die Stadt. Das ist jetzt Lünnerstadt, oder? Lünner City, genau. Auch die Musik ist wieder mega cool. Ich habe dich noch nie gesehen hier in Lünner City. Es ist die beste Stadt in Valana. Bist du der, der in den Okolda-Bergen gelebt hat? Ja, das bin ich. Ja, also das ist Varric und der lebt halt seit 40 Jahren hier. Und der ist auch geboren worden hier. Also die Narbe hat irgendwie das Land durchbrochen. Wahrscheinlich so ein großer Riss im Boden oder sowas. Und er fragt mich, was ich hier möchte. Wir wollen mal zum Bürgermeister. Der Bürgermeister von Garland. Also der ist irgendwie der Bürgermeister ist irgendwie bei den Quartieren im Reservoir. Und wir sollen uns hier auf jeden Fall mal ordentlich umsehen und unseren Besuch enjoyen. Na gut. Dann machen wir das doch. So. Kiste. Ich habe gerade das Skuldi gehört. Kann das sein? Ja, irgendwo höre ich eine Skuldi gerade. Okay, wir gehen mal hier in das Bombenhaus. Mal gucken, was da drin ist und ob man uns da was... guck mal, Bombenpfeile. Das sehe ich doch richtig, oder? Ja, also willkommen in Martys Shop. Er ist Marty. Aber ich kann hier nichts kaufen, weil ich brauche halt eine Genehmigung erst, dass ich hier was kaufen kann. Das ist ja doof, weil im Bombenshop braucht man halt eine Genehmigung wahrscheinlich, ne? Ergibt ja auch irgendwie Sinn. Aber man kann sich ja echt coole Sachen kaufen. Also einmal haben wir hier Bombenpfeile. Das wäre ja perfekt für uns. Das würde ich ja sowas von fühlen. Und Bombpack. Okay, wir brauchen irgendwie eine Genehmigung, dass wir das kaufen dürfen. Das wäre schon sehr cool, dass wir hier Bombenpfeile... Okay, ich höre eine Skulti. Ich will die Skulti haben. Auch wenn die hier nicht Skulti heißt, aber... Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo eine. Aha, da oben ist sie. So. Feuer frei. Ist auch schön, dass die nur einen Hit brauchen. Und das müsste Nummer 9 sein. Wäre geil, wenn wir noch 10 bekommen. Weil mit 10 Stück können wir uns vielleicht schon irgendwas holen. Das wäre doch ganz toll. Okay, also die beiden haben jetzt nur erzählt, dass hier bei den Kokiris, dass da irgendwie die Moblins eingefallen sind und die eigentlich helfen wollten, aber irgendwie ein bisschen Schiss haben. Und der hier wollte uns sagen, dass es einen fetten Sturm auf dem Ozean gab und der Schiffmaster, also der Kapitän wahrscheinlich, sitzt jetzt da am Hafen und warnt jeden, dass sie nicht rausfahren sollen. Das sind jetzt so die zwei Infos gewesen. Okay, gucken wir mal hier rein. Was man denn da Schönes? Bist du interessiert an dieser Klinge? Das ist wirklich ein tolles Stück. Von seiner Frau gemacht, das Schwert. Und die ist aber gerade unterwegs irgendwie draußen. Und wenn wir dann draußen sind, sollen wir uns mal die Augen offen halten. Nach einem fetten Wagen mit einer Kuh dran. Und da ist die wahrscheinlich irgendwie mit dabei. Okay. Link, ich habe dich 12 Jahre nicht gesehen. Was ist zur Hölle? Kiteschild. Armorlock. Das kennen wir ja. Zoratunik. Mirrorschild, Elemental Beam, Demo Teaser, was? Not normally for sale. Heat Damage und Quiver Upgrade, Holds More Arrows. Also die Preise sind schon sehr teuer, aber ich glaube, das Schild und die Feuerrüstung würde ich mir mal holen. Was heißt denn Armor Lock? Rüstungsschloss. Ja, was ist denn ein Rüstungsschloss? Vielleicht einfach Upgrade für die Rüstung, dass ich mehr Rüstung erhalte für eine bestimmte Zeit. Ist auf jeden Fall kein Holzschild, ne? Ich glaube, mit dem Schild und der Feuerrüstung wäre mal gut für Feuergegner gewappnet. Ich glaube, das würde ich echt mal machen. Oder wir sagen, wir gucken uns erstmal um und schauen später nochmal rein. Aber das wäre auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, jo, da können wir mal vorbeigucken. Denke ich.
Da würde ich echt gerne einkaufen gehen, aber auch Bomben sind, glaube ich, nicht schlecht hierfür. So, da haben wir hier noch so eine Kanalisation. Geht's hier direkt in die Kanalisation oder was ist das? Weil es gesperrt halt, ne? Alles klar. Vor allem mit was für einem Schild halt. Okay. Alter, was eine riesige Stadt. Ey Leute, ich habe so Bock auf das Game. Ich freue mich, wenn das offiziell released wird und dann halt vielleicht noch auf Deutsch. Das wäre doch der Hammer. Okay, da haben wir Nummer 10. Sehr schön. So. Hallo. Okay, die hat Angst vor diesen Käfern. Mehr hat die jetzt eigentlich nicht gesagt. Außer, dass sie Albträume ihr bescheren. Okay, Major Garland scheint eine Frau zu sein und die braucht halt keine Wachen für Schutz. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Okay, abgeschlossen. Ja, die sagt uns auch nur, dass es gefährlich ist, durch die Ebenen zu gehen, sag ich mal. Aber es machen immer mehr Leute, komischerweise. Okay, hier haben wir eine Leiter. Hier ist wieder abgesperrt. Eieiei, okay, hier ist echt viel abgesperrt. Okay, der ist einfach nur krass enjoyed von dem Wind, der über die Berge weht. Gut, was haben wir noch? Hier geht es jetzt erstmal direkt auf den Markt, oder? Ey, die Stadt ist aber auch echt cool gemacht, oder? Ich finde die mega gut. Freue mich echt, wenn das hier final released wird. Das boah, wird super. Ja, es wäre cool, wenn wir jetzt irgendwie nochmal ein bisschen Geld bekommen würden, ne? Wir haben hier viel zu kaufen. So, hi. Nigel's Potion. I'm Nigel and these are my potion. The red potion, 100 Rubine. The green potion, 200 Rubine. Warum 200 Rubine für eine grüne Potion, Alter? Aber da braucht eine grüne Flasche halt, ne? Eine grüne, eine leere Flasche. Genau. Okay. Was haben wir hier drinne? Ach, die Milchbar. Das ist eine Demo-Szene. Ein Placeholder. Okay, also hier gibt es später noch mehr zu sehen. Hi. Die in der Midvalley Ranch, die Gale, die hat scheinbar alle ihre Kühe verloren. Und deswegen haben sie gerade Probleme. Aber wir können hier... Importer is Azora from across the sea to the east. Do know where he gets the milk from. Got a bit of a fish taste. Was? Milch vom Fisch? Dann könnten wir 100 Rubine eine Flasche von Milch mit Milch vom Fisch kaufen. Ja, komm. Aber ich mach das nur wegen der Flasche. Yapu-Milk, oh Gott. Ekelhaft. Okay, aber wir haben eine weitere Flasche. Das ist doch nicht schlecht, oder? So, okay, weiter geht's. Hier gehe ich die Leiter auch nochmal schnell hoch. Und wir gucken hier nochmal in das Haus rein. Mal schauen, was wir hier drin haben. Das scheint mir ein Minispiel zu sein. Auch wieder eine Demo-Szene. Hi. Okay, wir haben irgendein Holz bekommen. Das ist quasi so ein Testholz. Das ist ein Tauschgegenstand. Wie ich das jetzt verstanden habe. Und wir sollen jemanden finden, der dafür was haben möchte. Irgendwie ein Business sollen wir jetzt gründen, weil der hat irgendwie Holz, das 10.000 Rubine wert ist. Irgendwie so habe ich das gerade verstanden. Also wahrscheinlich ein Tauschgegenstand für uns. Okay, wir gucken mal weiter. Hier ist nichts, oder? Nee. Hä? Ist aber komplett leer. Okay. Hier ist auch wieder abgesperrt. Okay, so viel gibt es hier gar nicht mehr, ne? Die Frage ist, wo kriegen wir denn eine Erlaubnis her, Bomben zu kaufen? Ich hätte fast gesagt, die Erlaubnis, Bomben zu kaufen, gibt es auch eher vom Bürgermeister. Die Frage ist, wo ist denn der Bürgermeister? Weil, guck mal, hier kommen wir ja überall nicht lang. Hier komme ich nicht vorbei, oder? Doch. Ah ja, okay, ist gesperrt. Alles klar. Alles gesperrt hier. Okay, das letzte Haus, Leute. Danach sind wir auch durch.
Ah, das könnte doch der Bürgermeister sein und die Bürgermeisterin. Hallo. Du bist auf jeden Fall nicht von Lynna, das ist sicher. Bist du von Igata oder dem Eyeclass Lake? Übrigens saugeil, da im Hintergrund läuft gerade einfach von Phantom Hourglass die Musik. So, du bist auf jeden Fall von den Occulta Mountains. Okay, ich verstehe, Casca ist tot. Und wir suchen irgendwie nach den Siegeln und sie macht sich so gerade irgendwie, ob das irgendein Witz ist. So, sie möchte uns aber helfen. Keiner hat Kallak gesehen und ihr Siegel ist quasi verloren. An Bord ihres alten Schiffes irgendwo. Jetzt schau dich aber an, du bist auf jeden Fall nicht richtig ausgerüstet und ich möchte keinen anderen Soldaten in den Tod schicken. Du solltest dein Vorhaben irgendwie aufgeben. Okay, und wir sollen uns halt besser ausrüsten, dann kann man da irgendwie nochmal drüber reden. Also, wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Die Frage, okay, hier. Ja, das Büro kennt man halt, ne? Ja, das kennt man. Das ist halt so fast 1:1 aus Majora's Mask übernommen. Und hier wird später wahrscheinlich auch noch mehr eingefügt. Alles klar. Aber sie ist ganz cool drauf, denke ich. Sie möchte uns auch nicht in den Tod schicken. Die Frage ist, was ist denn jetzt eine bessere Ausrüstung? Sollen wir uns doch eher Sora-mäßig ausrüsten jetzt? Hat sich für mich jetzt irgendwie so angehört. Aber haben wir jetzt die Erlaubnis, Bomben zu kaufen? Nee, ich habe immer noch keine Erlaubnis. Hier, gib mir mal die Erlaubnis. Okay, wir müssen auf jeden Fall bessere Rüstung kaufen. Aber das hört sich für mich jetzt echt so an wie eine Wasserrüstung. Und wir sollen halt, also unser Schild ist wohl auch okay. Aber ein Schwert brauchen wir auch noch ein besseres. Denke ich. Ich würde mir jetzt erstmal die Sora-Rüstung kaufen, glaube ich. Weil alles andere ergibt halt keinen Sinn. Das Schild hätte ich halt auch gerne gehabt, ne? Das sieht schon echt cool aus. Aber es wird wahrscheinlich erstmal dabei bleiben. Wir kaufen uns mal die Sora-Tunik. So, genau. Jetzt können wir halt unter Wasser atmen und so, ne? No. Und das Schwert brauchen wir noch, aber da müssen wir halt nach der Frau gucken. Okay, wir rüsten erstmal die Sora-Tunik aus. Ich hoffe, das war kein Fehlkauf jetzt. So, ich möchte jetzt nochmal über das Schwert reden. Genau, ich möchte das Schwert gerne haben. Aber, ja. Ja, die ist auf jeden Fall irgendwo unterwegs. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt auch auf die Suche, dass wir jemanden finden. Oder Claire finden, die irgendwo auf der Ebene rumhängt. Das heißt, wir gehen erstmal wieder raus. Können vielleicht auch noch ein bisschen Geld farmen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Okay, let's go. Schauen wir mal. So. North Great Plains. Die Frage ist, wo finden wir denn Claire? Die soll hier irgendwo rumhängen mit einer fetten Kutsche. Ich meine, wir haben uns jetzt noch nicht wirklich umgesehen, ne? Ja, war ja klar. Oh, shit. Okay, ich versuche mal... Warte mal, wo können wir denn lang gehen? Hier? Von da komme ich ja, oder? Okay, was steht denn hier auf dem Schild? Kann ich wenigstens mal vorbeigucken? Ist zwar Danger, aber ich würde es mir gerne mal angucken. Okay, ich glaube, hier wird keiner sein. Die wird ja mit ihrer Kutsche nicht hier langfahren. So, es wird Nacht. Ich frage mich, ob wenn hier Nacht ist, andere Gegner kommen? Wäre ganz cool, wenn wir wenigstens so ein bisschen Kohle irgendwie scheffeln könnten. Die Musik ist auch sehr schön. Muss ich schon sagen. Okay, hier geht's aber an den Hafen. Da wird halt auch keiner sein. Fände ich auch komisch, wenn hier am Hafen jetzt jemand wäre. Boah, ich mache ja überhaupt keinen Schaden. Okay, ich kann verstehen, dass wir ein neues Schwert brauchen. Dann laufen wir halt mal über die Ebene. Da kommen wir her. Ich glaube, wir müssen halt einen anderen Weg einschlagen. Komm, die mache ich mal platt. Gott. Okay, Sprungattacke. Sprungattacke. Oh, machen die Schaden? Das habe ich jetzt erst gesehen. Oh Gott, schnell weg hier. Alles klar. Ihr seid cool. Oh Gott. So, okay. Sind wieder abgehauen. Heilige Scheiße, die machen ja richtig Schaden. Hab ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, bis ich meine Herzen gesehen habe. Oh Gott, da ist ja schon der nächste wieder.
Okay. Aber die geben auch kein Geld. Schade. Mensch, die sind krass drauf. Okay. Wo geht's denn hier lang? Ne, da waren wir ja schon. Genau, von hier kommen wir. Okay, was ist hier? Oh, Colder Mountains. Ja, da möchte ich aber gar nicht hin. Ich möchte irgendwo erstmal die nette Dame finden, die Claire. Die soll hier irgendwo rumhängen mit einem fetten Wagen und einer Kuh. So, das ist unser Hauptziel erstmal. Damit wir ein Schwert bekommen. Und damit es dann weitergeht. So. Ja, das war daneben. Oh, das geht doch bestimmt. Jo. Ein weiteres Herzteil für uns. Sehr schön. So, da hinten bräuchte man dann theoretisch Bomben, damit wir weiterkommen. Aber wir wollen ja auch gar nicht in die Berge. Wir wollen ja Claire finden. So. Weiß jetzt auch nicht, ob das in der Nacht die klügste Idee ist. Hier waren wir halt noch gar nicht. Ist halt einfach nur leise gerade. Stille. Ah, da ist er doch. Da ist doch schon Claire. Claire ist einfach die Schwester von Marlon. Oder? Ja. Oh nein. Oh, was tue ich? Was tue ich? Du kannst sehen, ich habe hier einige Probleme. Und von wo kommst du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ist ja auch egal. Ich muss meinen Wagen reparieren und nach Hause gehen. Ich war unterwegs und habe Scarstone-Erz gesammelt und dann wurde ich von Monstern angegriffen. Dieses Erz ist sehr selten und würdest dir das ausmachen, mir zu helfen, ist es auch nicht umsonst. Wenn du mir hilfst, den Wagen zu reparieren, dann können wir dir zu Hause eins von meinen krassen Schwertern geben. Ich muss dir leider sagen, ich werde das Erz nicht alleine lassen. Ich brauche dich also, damit du jemanden holst, der meinen Wagen repariert. Hafthorn in Lunar City müsste sowas haben oder müsste das können. Genau, hilf mir, dann ist das Schwert dein. Das hört sich doch nach einem Deal an. Okay, also wir müssen wieder zurück nach... Alter, was hier einfach los ist, ne? Da sehe ich doch wieder den Skuldi. So, die holen wir uns mal schnell. Und gleich haben wir auch wieder Musik, Leute. Gleich haben wir auch wieder ein bisschen Mucke. So, Nummer 11. Ja, wir haben halt noch keinen gefunden, mit dem wir das teilen können, ne, das Ganze. Unsere Skultis. Yay, Geld. Ich bräuchte mehr Geld. Mehr Money. Dann kann ich mir auch mehr kaufen. Guck mal, hier so ein Steinkreis. Ein Loch. Ja, vielleicht gibt es da Geld drin, ne? Jetzt kam auch wieder Musik. Gott. What the heck? Oh Gott, nein, nicht die. Hä, vor allem so eine... Was ist das denn für eine Seitansicht? Ist ja mega... Okay. Alter, die machen echt kranken Schaden, ne? Ich sollte echt ein bisschen aufpassen. Danke fürs Herz. Okay, die Ansicht ist... Alter. Die Ansicht ist richtig strange. Ja, genau. So, das Herz hole ich mir mal schnell. Wie ging das? Okay, so kann ich mir von dem Leben klauen. Ja, genau. Was ist das? Gibt's ein Herz da auf jeden Fall für? Aber zumindest scheine ich nicht nach... Oh, unten zu fliegen. Okay, sagte er und starb. Okay. Hey, das Schild ist einfach so gut. So. Neuer Herzteil-Container. Eins noch. Eins noch, dann haben wir einen neuen Container. Das ist ja eine crazy Ansicht, Alter. Einfach so 2D. Aber irgendwie cool. Stehe ich drauf. Gefällt mir sehr, Leute.
Okay, haben wir hier noch was? Wenn nicht, würde ich dann halt erstmal nach Lunar City zurückgehen, unser neues Schwert holen. Was? Ja, genau. Ja, das war jetzt irgendwie doof. Okay, genau da fängt natürlich ein Unwetter an. Alles klar, verstehe. Oh, ich bin schon so gespannt, wenn man sich das hier alles angucken kann, Leute. Oh, das wird so toll. So, wahrscheinlich habe ich das jetzt ein bisschen geschnitten und wir sind jetzt bei der Stadt angekommen. Unterwegs habe ich jetzt halt ein paar Rubine gefarmt. Und jetzt sind wir aber wieder da. Jetzt müssen wir Hafthorn. Hafthorne finden. Wer war denn Hafthorne? Machst du Hafthorne? Ne, er war nicht Hafthorne. Wer ist denn Hafthorne gewesen? Mir ist der Name irgendwie schon so ein bisschen geläufig. Ist es ihr Mann einfach? Heißt ihr Mann Hafthorne? Wir gehen mal fragen. Wäre jetzt so meine logische Schlussfolgerung, ihr Mann. So. Okay, das interessiert ihn halt gar nicht. Es interessiert ihn halt null, dass seine Frau da rumliegt. Aber Link möchte ich es ihm vielleicht auch nicht erzählen. Okay, Hafthorne. Wer ist denn Hafthorne? Wer sieht denn aus, als könnte er einen Wagen reparieren? Okay, Leute, ich denke, vielleicht habe ich das falsch übersetzt und ich muss irgendjemanden finden, der auf dem Weg zurück nach Lunar City ist und mir helfen kann. Dementsprechend werde ich jetzt hier nochmal langlatschen und auch vielleicht ein paar neue Wege ausprobieren. So, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal in eine düstere Höhle rein und guck mal, was da drin ist. Ah, Subrosia. Wie cool. Hi. Alter, ein riesen Subroyana. Ist doch einfach so cool, oder? Dass die Subrosiana jetzt auch mit hier im Game drin sind. Das ist einfach so lustig. Ah, und auf dem Minisch ich einfach mit dem Fuß drauf latsche. Das ist, ist schon cool irgendwie, ne? Dass jetzt alle Spielwelten hier in einem Game zusammengefasst werden. Ich bin gespannt, was noch so drinne vorkommen wird. Bin echt richtig gespannt. Okay. Hier so in die Krater wird wahrscheinlich... Ich hoffe, da ist nichts drin. So, hier fängt es an zu regnen. Alter. Ja, aber hier komme ich her, ne? Hier war das, glaube ich. So, ich hole mir noch ein bisschen Kohle. Alter, da kommen voll die Blitzeinschläge. Ich glaube, ich rede nochmal mit ihr. Weil bis jetzt konnte ich halt wirklich fast gar nichts machen. Ich weiß halt auch nicht, wer Hafthorn ist. Oder ob das auch kein Name ist, sondern einfach ein Wort. Für mich klang das halt jetzt so, als ob das... Genau, von hier kam er. Da drüben steht sie. Ich habe jetzt nochmal mit der Lady geredet und ja, ich soll mich in der Stadt erkundigen. Ich gehe jetzt nochmal kurz. Guck mal, hier ist doch das Schiff. Vielleicht kann mir ja am Hafen irgendeiner helfen. Ich meine, das ist ja... Ach nee, nicht das Vieh schon wieder. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, was das ist. Oh. Meine Güte. Vielleicht ist ja wirklich am Hafen jemand, der mir dabei helfen kann. Guck mal, vielleicht bist du ja... Ja, also der will uns irgendwie warnen, ne, dass es hier gefährlich ist, mit dem Schiff zu fahren. Und hübsches Bild übrigens. Keine Ahnung, wo du das her hast. Okay, also der kann uns schon mal nicht helfen. Gibt es hier sonst noch jemanden, der mir helfen könnte? Der sollte sich erstmal um seine Monster kümmern hier am Hafen. Hier ist noch eine Skulti. Also ich nenne das jetzt einfach einfachshalber Skulti, weil sonst, ne? Ja, ich glaube, wir brauchen die Erlaubnis, dass wir echt halt Bomben bekommen können, damit es hier weitergeht, oder? Kann das sein? Da hat noch ein fetter Leuchtturm. Oder wir bekommen Schlüssel für den Leuchtturm oder so. So, echt ein bisschen aufpassen vor diesen
komischen Kröten. Die machen halt echt guten Schaden, wenn die einen erwischen. Ah, ist aber auch cool hier, ne? Der Leuchtturm ist abgesperrt, wenn ich das richtig sehe. Hier scheint es aber auch nochmal eine Skulti zu geben. Die holen wir uns auch noch. Wenn ich denn da hochkomme irgendwie. Okay, let's go. So, zack. Und da haben wir schon Nummer 13. Wie viele gab es? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Waren es 30 oder so? So, hier ist abgesperrt leider. Okay. Mann, so viele Wege, die noch abgesperrt sind. Das ist schon schade eigentlich. Schon traurig. Okay, dann schauen wir mal. Also irgendjemand in der Stadt muss mir helfen. So viel habe ich jetzt verstanden. Die Frage ist halt wirklich nur, wer kann mir helfen? Ich war jetzt schon in der Stadt und habe echt viele Leute gefragt. Eigentlich dachte ich auch alle. Wartet mal, ich gehe jetzt nochmal in diesen Holzladen. Der kann mir doch sicherlich helfen, oder? Ich meine, ich... Warte mal. Ich habe doch auch dieses... Ich habe doch dieses Holz schon. Vielleicht muss ich ihr das einfach geben. Hä, bin ich doof? Ich habe doch dieses Holz. Das ist bestimmt Hafthorn auch. Die Frage ist, kann ich... Ich hoffe, ich kann das einfach geben jetzt. Das ist bestimmt einfach so ein Reparaturset und ich... Okay. Wir versuchen es mal mit dem Reparaturset, Leute. Das Gute ist, wir haben ja jetzt unterwegs fast nochmal 200 Rubine gemacht. So, pass auf. Hier, guck mal. Ja, und sie freut sich. Ja, ich helfe dir. Und wir gehen zusammen zurück. Okay. Reparieren wir das Ding und gehen zusammen zurück. Das müsste ja perfekt sein. Und dann kriegt man vielleicht auch gleich das Schwert. Guck mal. Jo, und jetzt kriegt man dieses wunderschöne Schwert. Okay, also ein Subrosianer kann das quasi mit Erz noch verstärken. So, da haben wir das neue Schwert. Scarforged Blade to Level 3. Okay, Reichweite und Schaden haben sich erhöht. Okay, im Final Release kann dieses Schwert viele Male upgegradet werden mit Materialien. Okay, normalerweise würden wir jetzt Level 2 bekommen und es geht bis zu Level 5. Ja, das gefällt mir. Das sieht doch nice aus, oder das Schwert? Schicki. So, also theoretisch könnten wir jetzt noch mehr kaufen. Wir könnten uns doch die Erweiterung für den Köcher kaufen. Aber ich glaube, ich gehe einfach jetzt erstmal zur Bürgermeisterin und vielleicht können wir uns ja die Erlaubnis holen. Und dann können wir vielleicht Bombenpfeile kaufen und Bomben und so. Mal gucken. So, meine liebe Bürgermeisterin. Okay, wir sind mit einer krassen Ausrüstung zurückgekehrt und ihre Kundschafter haben berichtet, dass wir den Wald befreit haben. Du musst es erstmal verstehen, was die Siegel eigentlich wirklich machen und warum wir ihre Power halt brauchen. Ja, und das sind halt die drei Seelen oder Weisen oder auch Siegel, die halt quasi gesucht werden müssen. Das ist einmal Kaska, der stärkste Kukiri, Kalak, ein Magier von Igata und Garland, der ruhelose Kapitän. Ich wusste auch nicht, dass Sorcerer Magier heißt, habe ich gerade nochmal gegoogelt. Ja, also die drei sind halt die stärksten in Valana und Irene, die Hexe und der alte Mann Jupi sind mit ihnen nicht zu vergleichen. Ich weiß zwar nicht jetzt, was die damit zu tun haben. Sind die irgendwie böse? Sind das auch Gegner? I don't know. Also wir haben ja jetzt auch wieder diesen Kataklysmus, ne, den es auch in Tears of the Kingdom gibt. Und das war auf jeden Fall ein Albtraum. Und wir mussten alle vor den Monstern retten. Aber das richtige Blöde kam halt erst mit dieser Narbe. Diesem Narbenlandstrich, der die Welt quasi gespaltet hat, sag ich mal. Ein Krater. Okay, es kamen überall so Punkte auf, wo quasi das Unheil rauskam. Und sie wollte irgendwie aufbrechen, um so einen Spot zu zerstören. Wann immer die sich vorbereitet haben, den zu stoppen, hat es halt nicht geklappt und sie wurden zurückgeschlagen und die drei haben dann ihre Power in einen Siegel vereint. Also sie ist halt auch eine von den krassen Weisen, ne? Die stärkste Kriegerin. Sie ist jetzt halt hier mit ihrem Schiff. Kaska war im Wald und Galak ist halt Nigata Village. Okay, und die haben halt irgendein Siegel erschaffen und wenn wir alle drei zusammen haben, können wir den Weg durch die Siegel quasi gehen. Okay, und jetzt bekommen wir die Erlaubnis, dass wir Bomben kaufen können. Sehr schön. Und wir sollen nach Igata Village gehen. Jo, geil. Da ist die Erlaubnis, dass wir jetzt endlich einkaufen gehen dürfen. Sehr schön. Huch.
Was zur Hölle? Was war das denn? Interessant. Und ich hoffe, wir können das gleich damit verbinden, in Bombenpfeile zu investieren. Das wäre geil. Aber, naja, müssen wir erstmal gucken, wie teuer das ist. Hallo! Ja. Das kostet immer noch Fragezeichen. Ich hole mir erstmal die Bombentasche, ne? Das sollte erstmal die Rahmenbedingung sein. Perfekt. So, was kostet denn jetzt... Fragezeichen. Ah, ich kann mir nur Bomben kaufen. Dafür habe ich die Erlaubnis bekommen. Das heißt, ich muss mir jedes Mal die Erlaubnis holen, wenn ich mir hier was kaufen will. Schade. Okay, aber Bombenpfeile, das wird, glaube ich, schon irgendwann noch geil werden. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch 300 Rubine. Ich könnte mir noch die Feuerrüstung kaufen. Dann war es auch die ganze Zeit nicht die Rüstung, die mir gefehlt hat, sondern es war einfach nur die ganze Zeit wahrscheinlich doch das Schwert, was mir gefehlt hat. Ja, jetzt so im Nachhinein betrachtet, wäre das Schwert, das Schild hier wahrscheinlich ganz geil, ne? Aber die Groen-Tunik wäre halt auch geil. Ich werde es erstmal so lassen. Wir schauen mal, was so passiert. Ich glaube, ja, Schild und Feuerrüstung wäre besser gewesen. Egal. Jetzt ist es so. Okay, cool. Aber Leute, das heißt, wir sollen jetzt irgendeinen Weg finden, ja. Also wir sollen irgendwie unsere Trümmer zerstören und zurück zu unserer Kabine gehen, wenn wir zurück möchten. Okay, Igata is across the plains to the west. Okay, scheinbar können wir uns aussuchen, was wir als erstes machen. Da ich jetzt einmal mit der Sora-Rüstung hier ausgestattet bin, hätte ich gesagt, aber wir gehen erstmal hier lang und gucken mal, was passiert, wenn ich hinten den... Achso, warte mal kurz, ich brauche Bogen. Warum ist denn der Bogen nicht ausgerüstet? Genau, wir gucken mal kurz, was passiert, wenn wir den Felsen da hinten wegräumen. So, da gibt es doch jetzt Kohle, oder? 10 Rubine schön. Schade. Ah, okay. Weil mit dem Schiff können wir ja hier nicht fahren. Das haben wir jetzt schon gesehen. So. Da gibt mir nur Magie. Okay, ich bin echt gespannt, was jetzt so passieren wird. Wir haben endlich Bomben. Das heißt, wir können einige Dinge auf jeden Fall wegsprengen. Okay, und hier haben wir ein Loch. Führt uns dieses Loch etwa zu einem neuen Tempel? Das sieht mir fast danach aus. Gott, das ist echt ein neuer Tempel, ne? Okay, was macht der Schalter? Der macht die Tür runter. Nee, warte mal. Da drüben ist ein Herzteil. Ist kein Tempel. Ist kein Tempel, aber... Wir kriegen jetzt erstmal einen neuen Herzcontainer. Sehr schön. Ein bisschen stärker geworden. Das gefällt mir. Okay, ansonsten... Da wird das Wasser nur tiefer, gell? Ne, da ist nichts weiter. Ja. Und wo geht es jetzt hier lang? Doch ein Tempel? Ah, okay, cool. Habt ihr gesehen? Das ist quasi jetzt so ein Shortcut. Hier kommen wir zum Hafen sehr schnell. Und hier kommen wir jetzt beim Kokiri-Wald raus. Okay, das ist cool. Das gefällt mir gut. Aber können wir jetzt mit den Bomben halt echt die Trümmer wegräumen vom Wald und dann, ne? Ob das geht? Ich bin gespannt. Wäre auf jeden Fall cool. Dass wir dann wieder in die Berge kommen irgendwie. Aber gut, was können wir machen in den Bergen? Was soll man tun? Wir können es ja erstmal machen. Wir gucken mal, was passiert. Guck mal, ich kann ja jetzt hier einfach, kann ich weitergehen. Komme ich hier weiter? Warte mal. Nee, hier komme ich nicht weiter. Hier muss... Oh Gott, ich krieg Schaden. Ich krieg Schaden wegen der Rüstung.
Ist ja auch interessant. Nee, okay, hier komme ich nicht weiter. Das war dumm von mir. Okay, im Eislevel sollte ich also diese Rüstung nicht tragen. Okay, ist cool zu wissen, dass wir jetzt wieder so einen Shortcut haben, der so ein bisschen was verbindet, aber hier komme ich nicht weiter. Ja, dann gibt es doch eigentlich nur... Also entweder gehen wir da über die Brücke, über die große. Da, wo wir Claire gerettet haben. Oder... Wir haben halt noch gesehen, dass es da so Eisbrocken gab. Ne, diese großen Eisbälle. Das hat man auch gesehen. Genau, hier geht's halt in die Berge. Frage ist, sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Ich lege hier einfach mal ein paar Bomben hin. Spreng mal den Pfad frei. Ich denke mal, das wird dauerhaft bleiben. Shit, ich wollte eigentlich die Rubine noch einsammeln. Okay. Egal. So, Mountain Pass. Schön. Das können wir jetzt auch wegsprengen, oder? Waren wir hier schon mal? Yay, ein Loch. Okay, was haben wir hier? Hier ist auch wieder sowas. Okay, hier kann ich mich jetzt auch jederzeit hin teleportieren. Das ist doch cool. Und ein Herz, da gibt es auch noch. Ja, schön. Das verbindet hier also so ein bisschen die Welt miteinander. Das ist schon cool zu wissen. Schön. Okay. Perfekt. Hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber ja. Stimmt, das hatten wir mal, ne? Aber wir waren... Waren wir hier schon mal? Ich... Ah klar, wir sind zu Hause. Ja, wir sind zu Hause. So, aber warum sollte ich jetzt nach Hause zurückkehren? Navi hat das ja irgendwie so ein bisschen gesagt, ne? Ich soll nochmal nach Hause, aber... Der Grund dafür... Dass ich mir hier das Ding angucken kann, oder was? 35% haben wir komplettiert. 13 von 30. Naffige Items, keine Ahnung. Oh, wir haben schon 7 von 11 Herzcontainern. Oder Herzteilen. Und 1 von 3 Siegeln. Aber können wir alle 3 Siegel echt lösen? Also ist das Spiel quasi schon komplett, aber es ist halt noch ausbaufähig, denke ich mal. Ha, okay. Verstehe. Die Frage ist, können wir denn jetzt hier in den Bergen noch irgendwas machen? Ich erinnere mich, dass halt in so einer Eiswand die Subrosianer noch gesessen haben. Ice River, genau. Dann sind wir hier so ein bisschen drüber gejumpt. Guck mal, da hinten ist auch noch eine Höhle, da waren wir auch noch nicht drin. Seht ihr das? Ja, ich krieg Schaden. War irgendwie klar, da ist eine Schatzkiste. Okay, die Schatzkiste habe ich noch nicht gesehen, die hätten wir aber schon lange haben können. Aber damals hatten wir auch nur 3 Herzen, da war ich ein bisschen vorsichtiger. Okay, wir kriegen noch ein Herzteil, das heißt, jetzt gibt es auch gar nicht mehr so viele. So, Frage ist jetzt halt, kann ich denn mit unseren neuen Bomben, kann ich hier irgendwas ausrichten? Oben war jetzt diese Eiswand, ich erinnere mich, da kam man nicht weiter. Frage ist, kommen wir jetzt damit weiter? Das ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Oder geht das jetzt schön... Ah, ist doch, es könnte sein. Ja, okay, cool. So, das ist dann Nummer 14. Da haben wir auch schon fast die Hälfte jetzt. So, was ist denn mit dir, mein Freund? Okay, er dankt uns ganz sehr. Ah, okay. Also den können wir jetzt zu uns nach Hause schicken. Der sucht halt einen Platz, wo er sich ausruhen kann. You can stay at my place. Okay. Ist er nicht süß, wie er sich freut? Super. Okay, ja, das heißt, wir sollten den wahrscheinlich nochmal zu Hause bei uns besuchen. Jetzt müssen wir aber dann wieder da hoch, uns teleporten quasi. Ja, aber machen wir nochmal, oder? Wir gucken nochmal bei dem vorbei. Da sind wir jetzt wieder bei unserer Hütte und ich hoffe, der Typ ist jetzt da. Das wäre cool. Jo, da ist er. Ha! Haben wir halt einfach einen Subrosianer mit bei uns zu Hause. Ist schon cool. Na, was los? Hey, Link. Oh, er hat uns eine Suppe gemacht. Subrosen. Was? Wie schlecht. Ja, hast du selber gemerkt, ne? So, okay.
Ja, aber das ist so ein Herz. Hä? Was ist jetzt mit der Suppe? Soll ich da einfach hingehen und mir füllen oder wie? Jo. You got some homemade soup. Ja, schön. Tolle Suppe. Ja, da freue ich mich doch. Hä, hey, wie schön, ey. Geil. Herzteil, Suppe. So, jetzt fehlt uns doch nur noch ein Herzteil, oder? Dann haben wir ja alle. Ach nee, Total Herz. Ah, okay, wir können 11 Herz-Container haben insgesamt. Verstehe, verstehe. Okay, alles klar. Dann fehlt noch ein bisschen was. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, das war's erstmal hier wieder in den Eisbergen. Und dann sollten wir vielleicht demnächst... Boah, ist es dunkel hier? Und hier irgendwo hat man doch... Genau, hier war der Durchgang. Dann sollten wir vielleicht demnächst mal aufbrechen. Da hinten über die Brücke halt jetzt rüber. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Ne, da sollte es ja, glaube ich, dann nach... Boah, ich weiß nicht, da wo die Hexe lebt. Glaube ich. Da geht es dahin. Ich will nochmal kurz gucken. Da war ja ein Schild. Da würde ich mich dann im nächsten Part hinaufmachen. Ich glaube, ich habe jetzt so viel aufgenommen, da kann ich sogar zwei Parts draus machen. So, das ist Igata Village. Genau, da würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part hin, in der nächsten Folge. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge zu The Legend of Zelda Indigo, dem echt geilen Zelda-Hack hier. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.